Alhamdulillah, wassalam, salam al sunnah. Verehrte Geschwister im Islam, ich heiße euch herzlich willkommen hier im Islamischen Kulturzentrum Bremen. Es ist wieder soweit. Der Sheikh Abu Hussein ist bei uns hier. Es geht noch immer mit seinem Unterrichtsreihe Grundlagen der Hadith-Wissenschaft weiter. Und es freut uns, dass er doch noch zu uns geschafft hat. Und wir danken euch für euer Geduld, dass ihr euch Geduld habt. Weil wir natürlich ein bisschen spät sind. Inshallah, nächstes Mal versuchen wir, dass wir etwas rechtzeitiger anfangen und uns auf eine richtige Zeit vereinbaren. Ich will euch nicht lange aufhalten und euch nochmal daran erinnern, dass ihr, wenn ihr Fragen habt, entweder die Möglichkeit habt, uns das schriftlich aufzuschreiben, hier nach vorne zu schicken, und auch die Schwestern können die Fragen mit den Kindern hier zu uns rüberschicken, und dann wird der Scheich inshallah bismillah wahrscheinlich nach Isha Gebet dann die Fragen beantworten, nachdem er mit dem Unterricht fertig ist. Und ich gebe dann jetzt an Scheich weiter, Fadl Scheich. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Barakallahu fikum, wir machen weiter, bi'izni ta'ala, mit dem Unterricht. Und zwar, wir haben schon angenommen, oder wir haben durchgenommen, abda'u bilhamdi musalliyan ala muhammadin khayri nabiyin ursila, wazi min aqsami al-hadithi idda, kullu wahidin ata wahadda, awaluhu al-sahihu wa huwa mattasal, ithnaduhu wa lam yushadda au yu'al yarwi adlun dhabitun an mislihi, معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر بس هي هم فيها بارك الله فيكم جنوم تزويد فيها شن إبا صحيح über al-Hadith al-Sahih gesprochen, dann über al-Hasan und dann kommt heute al-Da'if. Das haben wir auch voriges Mal, denke ich, erklärt über al-Da'if zum Teil. Ja, und heute machen wir weiter. Bidni ta'ala, barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Aber als Wiederholung erstmal eine Überlieferung, die sahih ist, das muss, barakallahu fikum, es muss eine Überlieferungskette sein. Diese Überlieferungskette muss lückenlos sein. Dann die Überlieferer, die müssen vertrauenswürdig sein. Und diese Überlieferung darf keinen Fehler versteckt, implizit oder explizit haben und darf auch nicht außer Reihe sein. Das sind die fünf Eigenschaften für barakallahu fikum, eine Überlieferung, die sahih ist. Dann, was, wenn die Überlieferer oder Transenten, wenn sie nicht so genau sind, aber sie sind, man kann von ihnen annehmen, dann heißt das Hassan. Das ist die Überlieferung, Al-Hadith Al-Hassan. Alles, was natürlich dann weder die Bedingungen von einem Sahih-Hadith noch, hat, noch die Bedingungen von einem Hassan-Hadith hat, dann ist das Da'if, das heißt schwach. Und die Hadithe, die schwach sind, die sind sehr viele. Sehr viele. Es gibt so viele Arten davon. As-Suyuti sagte, Rahimahullah Ta'ala, As-Suyuti ist ein Gelehrter,
der auch über Hadith viel geschrieben hat. Der sagte, ich wollte eigentlich die Arten von der schwachen Hadithen erklären und erzählen, das wird wie viel. Aber dann habe ich gesehen, dass Sheikh al-Islam gesagt hat, dass es sehr schwierig ist, das zu machen, und da verliert man seine Zeit und am Ende hat man nicht erreicht. Deshalb haben einige Gelehrten gesagt, die sind 381 Arten. 381 Arten wären, barakallahu fikum, die Überlieferungen oder, sage ich jetzt, die Merkmale für eine schwache Überlieferung. Und hier, wir müssen etwas erklären, und zwar schwache Hadithe, die könnten, barakallahu fikum, erfunden sein. Die könnten sehr schwach sein. Und sie könnten schwach sein. Das bedeutet, und diese Schwäche auch, manchmal ist die Schwäche, die ist, sage ich jetzt, eher in Richtung, dass man diese Überlieferung annehmen könnte. Und deshalb sagt man, das ist Hassan. Und das haben wir erklärt, barakallahu fikum, voriges Mal. Und wir haben gesagt, du hast Sahih. Sahihun li dhatihi. Sahihun li dhatihi. Schwer? Nein, du warst zu schnell ein bisschen. Ah, Entschuldigung. Bitteschön. Schwache Hadithe. Erfunden, sehr schwach. Dann, wir haben die Hadithe, die sind so. Die oberste Stufe von Hadithen, die sind sahih und lidat, an sich selbst sahih. Und das sind die Hadithe, die von vertrauenswürdigen, wirklich sehr vertrauenswürdigen Gelehrten überliefert worden sind. Dann, barakallahu fikum, sagt Nachem, haben wir sahihan li ghayrihi. Sahih an Lehrerin, das ist sahih, aber nicht an sich selbst, sondern weil wir verschiedene Versionen haben. Deshalb wurde diese Überlieferung erhöht, aber ursprünglich, das ist Hassan. Hassan li dhatihi. Die Überlieferung ist Hassan. Und weil man eine Möglichkeit gefunden hat, da hat man die Stufe erhöht, weil wir ja verschiedene Versionen haben. Dann haben wir Hasanun li dhatihi, das ist hier. Und dann haben wir Hasanun li ghayrihi. Hasanun li ghayrihi, das sind schwache Hadithe. Oder man könnte sagen, geringe, schwache Hadithe, die verschiedene Versionen haben, und durch diese Versionen könnten wir das heben, indem wir sagen, das ist Hassan. Und dann Da'if. Da'if, das sind die schwachen Hadithe, und das sind sehr viele Arten, und darüber werden wir langsam sprechen. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khair. Zum Beispiel schwaches Hadith, wir haben voriges Mal eine Überlieferungskette genommen. Könnt ihr euch erinnern? Wir haben gesagt, إذا علم العالم ولم يعمل كان كالمصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. Der Gelehrte oder der Wissende, der weiß und der nicht praktiziert, ist wie ein Leuchte. Sie leuchtet für die Leute und sie verbrennt sich selbst, wie eine Kerze, sozusagen. Da haben wir gesagt, Barakallahu fikum, hier, diese Überlieferung ist schwach. Warum? Weil eine Person ist in der. Die Überlieferungskette lautet, schaut mal, Barakallahu fikum, Jazakumullah khair. Al-Khatib,
Das ist Al-Baghdadi, heißt er. Al-Khatib Al-Baghdadi hat, barakallahu fikum, in seinem Buch Iqtida Al-Ilm Al-Amal. Das wird, ist es obligatorisch, wenn man weiß, das sollte man praktizieren. Das heißt, sein Buch so, Iqtida Al-Ilm Al-Amal. Der sagte, Abu Dawud Al-Nakhai hat überliefert von Ali ibn Ubaidillah al-Ghatafani Abu Dawud al-Nakhai von Ali ibn Ubaid al-Ghatafani von Sulaik. Er sagte, Sulaik ist ein Sahabi. Er sagte, ich hörte den Propheten sagen. Und dann kommt der Text, was wir gesagt haben. Wenn ein Gelehrter mit seinem Wissen nicht wirkt, dann ist das wie eine Kerze, die leuchtet und sowas. Wo ist das Problem hin? Meine, wenn jemand das sieht, jetzt sagt man, Al-Khatib al-Baghdadi hat das überliefert, kein Problem. Dann kommen wir zur Person, zur ersten Person. Wer ist dieser Abu Dawud al-Nakhai? Wer ist diese Person? Okay? Diese Person, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, heißt, diese Person heißt, Suleiman ibn Amr. Suleiman ibn Amr. Passt auf jetzt. Wie können wir diese Person, sage ich jetzt, bestimmen? Oder wie können wir wissen, wie diese Person ist? Ob er vertrauenswürdig ist oder nicht? Da sucht man erstmal nach seinen Gelehrten, nach seinen Lehrern. Und dann nach seinen Schülern und dann nach seinen gleichältrigen oder gleiche Stufe von Gelehrten. Drei Möglichkeiten. Damit du eine Person, Suleiman, der heißt Suleiman ibn Amr, okay? Suleiman ibn Amr. Amr, so sagen wir. Dieser Suleiman ibn Amr. Wir schauen, wer sind seine Lehrer, wer sind seine Schüler und dann auch die Leute, die in seiner Stufe sind. Und dann schauen wir, was die Gelehrten gesagt haben. Pass auf jetzt. Al-Imam Ahmed sagte, diese Person, Suleiman ibn Amr, hat Hadithe erfunden. Ibn Ma'in sagte, der war einer von den schlimmsten Lügnern. Murra sagte, er ist bekannt, dass er Hadithe erfunden hat, gelogen hat. Al-Bukhari sagte, Metruk, das wird verlassen. Du kannst dein Hadith nicht annehmen. Wenn Al-Bukhari sagt, Metruk, dann ist es, was wir gesagt haben voriges Mal. Okay? Deshalb diese Überlieferung, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, bihadha al-isnad, das wird mit dieser Überlieferungskette, aufpassen bitte, präzise sein, mit dieser Überlieferungskette, Kette, ist diese Überlieferung mawdu', das heißt, erfunden. Es könnte sein, es gibt eine andere Überlieferungskette. Es könnte sein, es gibt 10 Überlieferungsketten. Eine davon ist Modul. Das heißt nicht unbedingt dann, dass der Hadith an sich selbst ist schwach. Deshalb aufpassen.
Manche Leute, die lesen nur einmal, Hadith ist schwach, dann denken sie, ist schwach. Aber es kann sein, dass nur ein Teil vom Hadith schwach ist. Das kann sein, das kann zum Beispiel eine Überlieferungskette schwach sein. Beispiel. Es gibt zum Beispiel über Salat Tasbih. Es gibt Überlieferungskette, die sahih ist. Überlieferungskette, die Mudu ist. Diejenigen, die nur diese nehmen, die sagen, da darfst du nicht beten. Die anderen, die das andere nehmen, die sagen, das ist natürlich Sunnah, weil es sahih Hadith dafür gibt. Deshalb, wir müssen die Versionen Hadith, Barakallahu fikum, Zakumullah khairan, nehmen. Das ist nur zu diesem Thema, Barakallahu fikum, das ist als Wiederholung. Und wir machen weiter, bi'idhni ta'ala. Und zwar, وما أضيف للنبي المرفوع وما أضيف للنبي المرفوع بارك الله فيكم وما Das wird und eigentlich war es ma, was udifa, das ist zugehörig. Zugehörig. Len Nabi, dem Propheten. Moment, ich übersetze das danach. Al-Marfu', das ist die arabische Sprache auf Deutsch. Ich finde, was dem Propheten zugehörig gemacht wird, ist Al-Marfu'. Al-Marfu' in der Sprache, das ist etwas, was hoch ist, oben. Du sagst zum Beispiel, bring das nach oben, das wird Rfa'. Hochhalten. Hochhalten. Oder erhöhen. Was bedeutet das? Dass wenn ein Hadith dem Propheten zugehörig gemacht wird, dann ist diese Überlieferung hochgehoben zum Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam, weil der Prophet die beste Stellung hat. Und seine Stellung ist hoch. Deshalb, wenn jemand von ihm spricht, dann nennt man das Marfu'. Das wird Marfu'. Und zwar barakallahu fikum. طيب نرجع بارك الله فيكم إذا المرفوع ما أضيف للنبي المرفوع بارك الله فيكم إن حديث ليغي alles was man dem Propheten صلى الله عليه وسلم zugehörig gemacht hat und zum Propheten gehoben hat, weil der Prophet صلى الله عليه وسلم die höchste Stellung hat in der Religion von Menschen. Und deshalb, wenn du sagst, der Prophet sagt, dann hebst du das zur höchsten Stellung. Und deshalb haben die Gelehrten gesagt, das ist Al-Marfu'. Al-Marfu'. Marfu' heißt hochgehoben. Und die Gelehrten, barakallahu fikum, haben gesagt, das ist alles, was man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben hat, von Wort, Tat, Entscheidung, Beschreibung, Eigenschaft. Wenn das durch einen Sahabi ist, Tabi'i oder anderen. Ob das jetzt lückenlose Überlieferungskette hat oder nicht, spielt keine Rolle. Das ist jetzt die allgemeine Definition. Nochmal, alles, Wort, Tat, Handlung, Entscheidung, Eigenschaft, Wort, Tat, Handlung, Entscheidung, Eigenschaft, Beschreibung.
alles von diesen, das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Besitzer höchster Stellung zugeschrieben wurde. Das ist mal vor. Das ist jetzt die bekannteste Definition. Alles, Wort, Tat, Handlung, Entscheidung, Eigenschaft und Beschreibung, das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, Besitzer höchster Stellung, zugeschrieben wurde. Das ist al-Marfu. Bei al-Baghdadi, al-Khatib al-Baghdadi, al-Baghdadi sagte, wenn ein Gefährter von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas erzählt, Wort oder Tat oder Entscheidung. Was bedeutet das? Das heißt, in der Definition, in der ersten Definition, egal wer überliefert, ob das Gefährter ist, Tabi'i ist, das wird Schüler von den Gefährten, Schüler von den Schülern von Gefährten, kein Problem. Bei des Weiten wird spezifisch nur für Sahaba, für Gefährten, barakallahu fikum hier, gemacht. Das wird nur für die Sahaba. Aber eigentlich diese Bedeutung ist eher allgemeiner und das ist spezifischer. Die Definition von Al-Khatib al-Baghdadi ist spezifischer und diese Definition ist allgemeiner. Und deshalb, wir haben von Al-Marfu' wir haben, barakallahu fikum, bei Al-Marfu' Mar, pass auf, Marfu' Ein auf Arabisch. Wir haben verschiedene Arten. Erstmal Wort, Qawli nennt man das. Qawli. Dann Tat, Fi'li. Dann Barakallahu fikum, Taqrir. Taqrir bedeutet Entscheidung. Das heißt Entscheidung, Taqriri. Und dann, Barakallahu fikum, Wasfi. Wasfi, Beschreibung oder Eigenschaft. Taqriri. Wasfi. Das sind diese vier Arten. Zum Beispiel, ein Sahabi sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, oder ein Sahabi sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das getan oder tat das. Taqriri, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat so entschieden. Oder zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sieht etwas von Sahabi, der sagt, gut, oder der lächelt, oder der lacht, sallallahu alaihi wasallam. Dann barakallahu fikum, al-wasfi, das ist, wenn man beschreibt, wenn man den Propheten beschreibt, seine Eigenschaften, er war der Beste unter den Menschen mit seinem Charakter. Das nennt man Barakallahu fikum Al-Marfu'. Und hier bei Al-Marfu', wir müssen etwas betrachten, nicht vergessen. Es gibt Hadithe, die Marfu' sind, in dem der Überlieferer sagt, der Prophet sagt. Und es gibt andere, die haben Hukm al-Rafa'. Was bedeutet Lahu Hukm al-Rafa'? Das wird, dass es im Urteil von hochgehoben oder hochgestellt zum Propheten. Was bedeutet das? Das heißt, es gibt bestimmte Hadithe, es gibt bestimmte Überlieferungen. Ein Sahabi kann selber das nicht von sich selber erzählen. Wenn der Sahabi über Paradies spricht, wenn Sahabi über Al-Ghaib spricht, über Verborgenheit,
Er kann von sich selber nicht reden. Und wir wissen, dass die Sahabi, Radwanallah alayhi, die Sahaba, allgemein die Gefährten von unserem Propheten, niemals über Religion etwas sagen, ohne dass sie Belege haben. Deshalb, da sagt man, obwohl man gesagt hat, zum Beispiel, Ibn Umar hat erzählt, aber das hat das urteilmäßig ist, als ob diese Überlieferung zum Propheten hochgestellt wurde. Deshalb sagt man, lahu hukm al-raf'i. Hukm al-raf'i. Deshalb, es gibt al-marfu'u lafzan und al-marfu'u hukman. Was bedeutet das? Es gibt Hadithe, der Sahabi, der Utabi sagt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt. Oder es gibt etwas, der sagt nicht, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt. Der sagt selber, die Sache ist so und so. Aber dann wissen wir, der Sahabi kann nicht von allein das sagen. Barakallahu fikum, sagt Allah. Wa ma li tabi'in, fa huwa al-maqtu'. Wa ma li tabi'in, هو المقطوع المقطوع بارك الله فيكم نتيجة المقطوع auch es gibt Gelehrten die anders das nennen aber trotzdem بارك الله فيكم sagt الله خير was bedeutet das alles was dem Propheten صلى الله عليه وسلم zugeschrieben wurde heißt مرفوع alles was nicht bei dem Propheten zugeschrieben worden ist, nennt man Al-Maqtu'. Maqtu'. Das heißt, nicht die Überlieferungskette an sich selbst, jetzt der Text eines Hadith, eine Überlieferung. Wenn man das dem Tabi'i, wer ist Tabi'i? Die erste, zweite, dritte Generation, welche? Zweite Generation. Zweite. Das wird der Schüler von Sahaba. Radwanallahu alaihim sind At-Tabi'un, die zweite Generation. Das heißt, wenn der Tabi'i sagt, etwas von sich selber, ich sage zum Beispiel, ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل إيمان ist nicht Wünsche, Äußerungen ولا بالتحلي dass man sich Wünsche äußert oder es erhofft sondern Iman ist was du im Herzen trägst und in Taten beweist. Das ist kein Hadith, sondern das ist eine Aussage von einem Gelehrten. Er heißt Al-Hasan Al-Basri. Oder zum Beispiel, Al-Hasan Al-Basri wurde gefragt, ob jemand nach einem Mubtada beten darf. Er sagte, Salli wa alayhi bid'atah. Das wird bete. Und was er von Bid'ah hat, das ist seine Sache, nicht deine Sache. Bete er ihn. Oder zum Beispiel, barakallahu fikum, eine Tat. Das ist eine Aussage oder eine Tat. Ein Tabi'i tut etwas, selber. Da kann man nicht sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und das ist hier Al-Maqtu'. Al-Maqtu' oder manche nennen das auch Al-Munqati'. Al-Munqati', das ist, was geschnitten ist. Das ist, was unterbrochen ist, was geschnitten ist. Das heißt, diese Überlieferungskette endet bei At-Tabi'i. Er sagt das selber. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Oder der sagt zum Beispiel, At-Tabi'i, der sagt, von Sunnah ist das und das und das, der erzählt uns, dann wissen wir. Und das ist kein Beweis. Aufpassen, kein Beweis. Aber natürlich, Al-Munqati' hat, barakallahu fikum, auch etwas anderes.
eine andere Erklärung, und zwar Al-Munqati'. Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan. Das ist, es gibt in Überlieferungskette Unterbrechung. Wenn das bei Tabi'i ist, hier, da sagt man Maqtu'. Und wenn das hier ist, da sagt man Munqati'. Das ist nur, sage ich jetzt, Begrifflichkeit. Das hat mit dem Sinn an sich selbst, das ist das Gleiche. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan. Das ist das Gleiche. Das heißt, وَمَا أُضِيفَ لِلْنَبِيِّ الْمَرْفُوعِ وَمَا أُضِيفَ لِتَابِعٍ هُوَ الْمَقْطُوعِ. Dann sagt er, والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. والمسند المتصل والميم هذه أنت هيك تكتبها. والمسند المتصل هون المتصل الإسناد والمسند المتصل الإسناد من راويه عفوا راويه حتى المصطفى ولم يبن والمسند بارك الله فيكم المسند normalerweise المسند das ist von Stütze, das wird jeder Überlieferer stützt sich auf den anderen, das nennt man المسند. المتصل والإسناد المتصل das wird lückenlos ohne Unterbrechung. Al-Isnad, das ist die Überlieferungskette von Rawihi, von demjenigen, der das am Ende überliefert hat, bis Al-Mustafa, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt dabei keine Unterbrechung. Das heißt, es gibt keine Lücke in dieser Überlieferung. Und das haben wir eigentlich, barakallahu fikum, noch in die ganze Zeit erklärt. Die ganze Zeit. Das wird wir sagen, das ist ein Hadith Musnad. Musnad bedeutet, es gibt eine Überlieferungskette und diese Überlieferungskette ist lückenlos. Da brauchen wir nicht viel hier drüber zu sprechen, weil wir Barakallahu fikum Jazakumullahu khairan erklärt haben. Diese Überlieferungskette, die muss lückenlos sein und das, jeder stützt sich auf den anderen. So, und das ist Barakallahu fikum al-Muslim. Khair, ich denke, wir beten erstmal und dann Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, machen wir ein bisschen weiter über al-Muttasil und al-Musalsal und dann, bi'idhni ta'ala, kommen wir heute zu Ende. Khair, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا ثم أما بعد. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Dann nochmal. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. المسند das bedeutet, Barakallahu fikum, das ist alle Überlieferungen, die, sage ich jetzt, die in denen die Tradenten sich stützen bis zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und wie zum Beispiel, Barakallahu fikum, sagt nachher, Malik an Nafi' an Ibn Umar. Diese Überlieferungskette, Barakallahu fikum, sagt nachher, pass auf, Al-Bukhari
hat überliefert, es gibt viele Überlieferungen, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, die kommen drinne bei Al-Bukhari, und es gibt eine Überlieferungskette drinne. Einmal Malik, Al-Imam Malik, bekannt, Nafi', auch bekannt, Ibn Umar, auch sehr bekannt, ein Sahabi, dann zum Propheten. Malik, Barakallahu fikum, Malik ibn Anas, wurde im Jahre 93 geboren und bis 179. Es gibt natürlich andere, die sagen 63, aber das ist 115, 120 Jahre, Allahu alam. Das ist besser so, 93 bis. Nafi', Barakallahu fikum, das ist Abu Abdullah al-Faqih, Nafi', Radwanallah alayhi. Man weiß nicht genau, wann er geboren war, aber, oder wurde, Entschuldigung, er starb im Jahre 117, das bedeutet, wir wissen nicht, wann genau geboren. Und dann Abdullah ibn Umar, radwallahu alayhi, barakallahu fikum, er starb im Jahre 74 und wir wissen auch nicht genau, wann er geboren wurde. Diese Überlieferungskette ist, da nennt man die As-Silsila al-Dhahabiyya, die goldene Überlieferungskette. Die goldene Überlieferungskette, Al-Bukhari sagte, Asbahu al-Asanid, das ist sozusagen wie leuchtend. Wenn du diese Überlieferungskette findest, dann ist das leuchtend. Das ist eine Überlieferungskette, die, sage ich jetzt, von vertrauenswürdigen Personen sind und die vollständig ist und die klar ist. Und das nennt man Al-Hadith al-Musnad. Es gibt natürlich drei oder vier Definitionen für Al-Musnad, aber es ist genug, dass man, Barakallahu fikum, weiß, was das allgemein ist. Das heißt, das ist eine Überlieferungskette für einen Text von einem Hadith von Muntaha bis zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und das kann manchmal muttasil sein und schwach sein, weil wir immer die Transzendenten oder die Überlieferer prüfen müssen, barakallahu fikum. وَكُلُّ وَمَا عَفْوًا وَمَا بِسَمْعِي كُلِّ رَاوٍ يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ لِلْمُصْطَفَى فَالْمُتَّصِلْ وَمَا بِسَمْعِي كُلِّ رَاوٍ يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ لِلْمُصْطَفَى فَالْمُتَّصِلْ تجد المتصل هي الصاد المتصل. Das ist, was verbunden ist, das wird, was lückenlos ist auch, das ist das Gleiche ungefähr. Aber hier, der hat gesagt, bisam'i, bisam'i, wama, afwan, wama, bisam'i, wama, bisam'i, kulli rawin, yattasil. Wenn ich so mache, das bedeutet zwei Punkte. Das heißt so. وَمَا بِسَمْعِ كُلِّ رَاوٍ يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ لِلْمُصْطَفَى فَالْمُتَّصِلْ. الحديث المتصل بارك الله فيكم جزاكم الله خير. Das heißt, und alles, was mit dem Zuhören von jedem Transzendenten verbunden ist, verbundene Überlieferungskette hat, bis zum Propheten, dies nennt man Al-Muttasil. Al-Muttasil. Was ist Al-Muttasil? Das ist, wenn ein Transzendent oder ein Überlieferer etwas überliefert und er hat das von dem anderen gehört, bis zum Propheten Muhammad, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Das nennt man Al-Muttasil.
Ich denke, bis hier ist gut. Bis hier ist gut. Das heißt, was wir hier heute genommen haben, Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khair. Erstmal, wir haben über die schwache Hadithe gesprochen nochmal. Und wir haben ein Beispiel, Suleiman ibn Amr. Barakallahu fikum, Abu Suleiman al-Nakha'i oder Abu Dawud al-Nakha'i heißt er. Er hat überliefert von Al-Ghatafani von Barakallahu fikum Suleik. Und er sagte, der Prophet hätte gesagt, und das ist erfunden, diese Überlieferung. Zweitens, Barakallahu fikum, dann haben wir heute angefangen mit Oma Udifa, erstmal Al-Marfu'a. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع المقطوع schöner wäre gewesen, dass der Autor sofort auch vielleicht barakallahu fikum über al-mawquf spricht eigentlich. Al-mawquf. Al-maqtu ist zu tabi'i. So ein Tabi'i. Das wird zugeschrieben, ein Tabi'i. Al-Marfu' dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Al-Mawquf Sahabi. Das heißt, wenn ein Hadith ein Sahabi zugeschrieben wird, nennt man Al-Mawquf. Wenn ein Hadith oder eine Überlieferung einem Tabi'i zugeschrieben wird, dann nennt man das Al-Maqtu'. Und wenn das dem Propheten zugeschrieben wird, dann ist das Al-Marfu'. Aber hier, er hat nur über zwei Themen gesprochen. Das kommt später, Al-Mawquf auch, der spricht. Dann haben wir, Barakallahu fikum, über dritten, Al-Musnad. Al-Musnad. Wal-Musnad al-Muttasil al-Isnadu min Rawihi hatta al-Mustafa wa lam yabin. والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن und dann haben wir barakallahu fikum al-muttasil viertens al-muttasil eigentlich immer wenn man auch das nicht so وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل barakallahu fikum wenn man auch das nur weiß was das weil al-musnad al-muttasil das sind fast das gleiche. Fast das gleiche. Aber die Gelehrten erzählen über solche Themen, weil manchmal die brauchen Detaillierung in bestimmten Überlieferungsketten und deshalb haben sie drüber gesprochen. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Das nächste Mal reden wir über Al-Musalsal. Al-Musalsal, das bedeutet nicht Serie. Musalsalon. Barakallahu fikum, قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى أو بعد أن حدثني كذلك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم. Was bedeutet das? Das ist sehr leicht eigentlich. Der Prophet ﷺ macht eine Bewegung. Der Sahabi erzählt und der macht die gleiche Bewegung. Der Tabi'i erzählt und der macht die gleiche Bewegung. Und der Tabi'i, der macht das gleiche. Der Prophet lacht. Der Sahabi lacht. Der sagt zum Beispiel, Abu Huraira zum Beispiel, der hat ein Hadith überliefert und der hat gelacht. Der hat gesagt, warum habt ihr mich nicht gefragt, warum ich gelacht habe? Dann haben sie gesagt, warum hast du gelacht? Der sagt, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Überlieferung oder dieses Wort gesagt hat und danach hat er gelacht, deshalb habe ich auch gelacht. Dann der Tabi'i, der nimmt das und der macht das auch das Gleiche. Oder zum Beispiel, der Prophet s.a.w. sagt, der dachalat al-umratu fil-hajji ila abad al-abad. So hat er gemacht. Dann kommt der Tabi'i und sagt, Sahabi, Entschuldigung. Der sagt, der Prophet s.a.w. hat gesagt, Umra mit Hajj ist verbunden, so. Bis ewig. Dann kommt Tabi'i. Und Sahabi, wie gesagt. Dann kommt Tabi'i, der macht die gleiche Bewegung. Dies nennt man Musalsal. Oder zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat einmal sein
Bart so genommen und er hat gesagt, Amentu bil Qadr. Der Sahabi hat Bart genommen, Amentu bil Qadr, der Tabi'i. Das ist Musalsal. Das ist eine Eigenschaft oder Beschreibung, die in Hadith in allen Stufen vorkommt und die Leute, die erzählt. Manche Leute werden sagen, ja, warum sind das die Sahar, warum sind die Gelehrten so detailliert? Ja, das ist die Stärke. Damit du alles bekommst, damit die anderen keine Möglichkeit haben, um unsere Religion anzugreifen durch die Hadith-Lehre. Und die können nicht. Die können nicht, subhanallah. Meine, die haben versucht. Übrigens, es wurde zu viel versucht. Immer und bis heute. Wir hören von einigen Leuten, die über die Sunna des Propheten sich lustig machen, indem sie die Hadith-Lehre angreifen wollen. Aber sie schaffen das nicht. Weil, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, definitiv. Jede Scheinargumentation wurde schon von den Gelehrten des Islam, Barakallahu fikum, sagt noch ein, von den Gelehrten des Islam, sage ich jetzt erwidert und sie haben das erklärt. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ma'an nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kathira. Subhanakallahu wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.